Kupplung klemmt wieder. Jetzt war wieder Sondereinladung. Ist in diesem Spiel ja zum Glück nicht so weit. Drück so hochschalten zum Kuppeln. Ne, ich benutze tatsächlich die Kupplungspedal, Kupplungswippen. Kuppeln. Was qualmt denn das hier so? Weiß nicht. Jo, da ist nämlich reingeschallert. Och, jetzt bin ich ja mit dir noch in einer Lobby hier. Och, ey. Ja, und Flügel kaputt, weil es da und sich hier überall durchdrehen. Ich würde sagen, da flogen doch Flügelteile. Oh, meine. Da war der Meinung, man muss da eine Lücke sehen. Mega schlecht rausgekommen. Ego? Was? Weißt du, wie ich die Lobby mit dir verlassen Ahnung, kann? Keine Ahnung. Lange. Unten ist doch, unten rechts ist doch irgendwie das Lobby-Symbol. Ah, der warpt sich aber auch ganz böse hin und her. Alter, ist das versteckt, ich hab's gefunden. Ich hoffe, ich kann während des Rennens meinen Topspeed ausnutzen, den ich jetzt habe, durch das Setup. Flügel gelb oder was hast du? Hä? Flügel gelb oder was hast du? Vorne rechts orange. Also Boxenstopp. Geht aktuell. Ich glaube, Boxenstopp wird mehr Zeit kosten, weil dann muss ich ja zwei machen zusätzlich. Also noch einen zusätzlichen halt. Wobei. Das gibt eine Verwarnung. Oder? Hast keine bekommen. Ja, natürlich. Nur am Abkürzen. Abkürzen vor allem. Weil zu weit rausgekommen. Ja, das war eine Verwarnung. Lol, nice. Easy. Hallo, wir wollen hier rechts weiter. Flügel macht sich mit dem Tank doch bemerkbar. Ach, mein Herr, aber einen echt hohen Flügel. Der ist so langsam auf der Geraden. Du bist aber auch ziemlich schnell auf der Geraden. Also ich komme da kaum hinterher. Ja. Aber ich habe auch gerade auf Überholen gestellt. Extra eher ja, ne? Habe ich auch. Aber du kommst irgendwie aus den... Hast du Traktionskontrolle an? Nein, hab ich nicht. Wirklich. Weil du aus den Kurven voll schnell rauskommst. Also vielleicht kann ich ja auch gut Gas geben. Ach, scheiß drauf. Komm, Ego, ich zeig dir jetzt, dass die Position geil ist. Nehme ich da jetzt einen schicken Dinner raus. Du weißt genug dafür, dass ich keine Traktionskontrolle hab? Maybe. Voll, danke, Kelly. Die habe ich jetzt Kurve abgekürzt. Arschloch. Wenn du weiter so die Kurven schneidest, brummt dir die Rennleiter meine Strafe auf. Gegen so einen Kacknub werde ich wieder bestraft. Hast 3 Sekunden kassiert oder was? Nee. Aber halt die Kurve abgekürzt. Ja. Das DRS ist jetzt aktiviert und verfügbar, wenn du dich höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone befindest. Welche Runde soll ich denn an? Mal wieder der richtigen Runde 9, ey. Oh.
Grüne Flagge, das Rennen geht weiter. Oh, erstmal ein Bremser. So muss das. Ach, das war's dann auch mit Kennen. Oh, bist du schlecht einfach nur. Wie geht denn da jetzt das Heck weg? Ich fahr noch nicht mehr auf dem Gas. Ey, gut war's das. Und, nächste Safety Car? Nee. Das wäre auch cool. Sollen wir aus der Session rausgehen? Nee, du bist Horst. Mach das bloß nicht. Hallo, ich bin Faktor Fun. Der Megacorp hat uns der Faktor Fun damit schon mal eine komplette Lobby kaputt gemacht, als der Horst rausgequittet ist. Echt? Da ging nichts mehr. Das hat das Rennen nicht mehr geendet. Boah. Oh, 5 Sekunden zum Go, Ego. Das ist ja lächerlich. Und nochmal, oh, 8 Sekunden. Danke, Jere, guck mal, was das. Ja, dafür, dass die anderen beiden so hart in Eisen gegangen sind. Dafür, dass ich keine Sekunde gut gemacht habe, habe ich 8 Sekunden Strafe bekommen. Sehr nett. Ach, da gab's jetzt gar nichts. Ja, in den Kurven kannst du auch relativ hart rüber, lol. Ich weiß schon, wen ich cool finde, dass sie die verschiedenen Kameratypen auf zwei begrenzt haben in diesem Fall. Ich denke mich jedes Mal auf. Einmal nur diese Overhead-Kamera, der du glaube ich auch immer fährst, und TV-Übertragung. Ich möchte Third Person haben. Ob nein, Mann, für Zuschauerperspektive völlig hässlich. Deutlich besser. Du siehst da alles. Das ist auch der letzte Mensch, der die Übertragung genommen hat. Den haben sie die rausgepatcht. Die haben sich gedacht, mit den einen Typen wollen wir die Scheiße auch nicht wieder einführen. Die TV-Kamera ist mega kacke. Ja, die TV-Kamera ist halt für Kommentatoren. Das DRS wurde aktiviert. DRS ist jetzt aktiviert. Wow, darfst du keine Verwarnung gekriegt? Nee, bin auch leicht vom Gas gegangen. Hab meine Zeit wieder gut gemacht. Codemasters erkannt. Grüne Flagge. Genau, lustig mit den Reifen. Jetzt schon, wir glauben, nicht mehr dass so wir geil. Eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen also, mir wird auf jeden Fall schon mal eine alternative Strategie vorgeschlagen. Ja, die haben erst. Hälfte des Rennens rum. Und eine 19 sagen sie auf Hypersoft. Oh, 9 Runden auf Hypersoft ist auch stabil. Sind auch schon mal. Ja, du solltest da auch 9 Runden auf Hypersoft fahren. Die hast du schon im Quali benutzt. Ich hab auch schon ein bisschen im Arsch, ne? Und dann schon 50% oder so. Geil waren wir nicht.
Da kann man locker drüber. Was ist da für eine Strafe? Ja, natürlich. What the fuck? Wir haben auch die Fahrt übergefahren. Ja, Sieg oder Spielabbruch, ne? Wen soll ich mitnehmen? Ja, bestmaßen Nachkern. Ich nehme alle mit. Auch gut. Der hält aber auch echt grad krass auf. Das muss man ja mal sagen. Oh, war Caden jetzt. Der ist vom doppelten Windschatten. Komm nur leider aus der Kurve nicht raus. Ohne Traction Control. Letzte Problem. That is the problem. So, naja, jetzt hast du die Folie. Oder du kannst auf dieser Kurve mal gut raus. Oh. Oh, der was macht. Damit halt so. Gut gemacht. Super überholt. Nicht schön, aber effektiv. Ah, kann man doch locker drüber fahren. Geil. Ja, du bist eine Streckenführer. Sieht so aus, als hättest du die Streckenbegrenzungen nicht eingehalten. Wir haben das nennt man Hinterräder blockieren, man versucht größere Probleme zu vermeiden. Ja. Also, ob du 3 Sekunden dafür kriegst. Ja. Das macht Code Master schon ganz gut. Soll ich nachkommen, wie viel Maße nachgehört? Du, da ich hier nicht Erster werde, das ist mir völlig klar mit den Strafen. Hast du da gehabt? Ja, du hast viele. Chris hat. Wirst du genauso viele haben wie du. Ja, gut, das war Chris nichts Neues. Flying, er hat noch keine. Kamis hat eine. Hat nein, zwei. Alle sechs. Ne, sechs Fahrer sind da. In einer Reihe hier, oder was? Ne. War das? Teil. Da habe ich auf jeden Fall eine 3-Sekunden-Strafe für bekommen. Aber auf jeden Fall einen Schlag von hinten bekommen und habe dann Standbild gehabt. Ja, ich war gerade im Menü, ich habe es nicht gesehen, leider. Ja, innerhalb von 4 Sekunden seid ihr. Platz 1 bis 6 und da mein. Wir nähern uns dem Boxenstopp-Fenster. Du fährst dann mit Hyperweichen weiter. Why Chris Gates geht in der Box? Ja, der ist mir hinten raufgerauscht. Der war hinter dir. Der ist mir hinten raufgefahren, aber warum? Weil die Bremse nicht gefunden hat. Einmal. Naja, irgendwann kann dir nichts kaputt machen. Fährt nicht jeder mit ABS. Habe ich mich eigentlich schon mal drüber aufgeregt, wie an die Fahrer wechseln, mit welchen Tasten denn? Nö, wahrscheinlich. L2 nach oben ist und R2 nach unten. Macht gar keinen Sinn.
Ich wollte gerade essen. Ja. Besten schnellstmöglichst aus dem DS-Fenster kommen. Mal gucken. Okay, das Boxenstopp-Fenster hat sich geöffnet. Das Boxenstopp-Fenster ist jetzt offen für dich. Vergiss nicht, diese Runde in die Box zu fahren. Beachte deinen Abstand zur Tempolimitlinie und fahr nicht zu schnell. Vorsichtig, wir rechnen damit, dass dein Grip bald nachlassen wird. Wieder da. Ja. Ja. Die Reifen möchten nicht mehr. Ah, weil die Kerntemperatur mal wieder komplett mappen ist. Ah, geil. Steuern Grande Malheur.
Wie viel Prozent haben denn die Reifen? Knapp 45. Ah, ah. Könnte aber reichen. Durchfahren werde ich damit, das steht fest, aber die sind nicht mehr gut. Da keine Teile geflogen sind. Bei wem denn? Flying. Der ist Mausnacke eigentlich ziemlich knapp aufgeraselt. Boah, Lex, Codemasters. Bleib an ihm dran, vielleicht macht er einen Fehler. Das sah böse aus. Naja. Alles in Ordnung? Oh. Sag mir, ob es dir gut geht.